Gut, dann starten wir und ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie mit uns hier in dem Forum daran teilnehmen. Heute Morgen ging es ja sehr auf der Metaebene nochmal zu reflektieren, didaktisch, ethisch, wie das mit der Digitalisierung ist. Jetzt wollen wir ganz praktisch miteinander einsteigen und dazu habe ich auch verschiedene Gäste noch dazu eingeladen, die ich dann auch gleich vorstellen werde. Von der Zeitstruktur her haben wir so 90 Minuten. Ich bin Jörg Lohrer vom Comenius-Institut im Leitungsteam von RPI Virtuell. Und ich versuche es ein bisschen zu moderieren und zu strukturieren miteinander. Als eine weitere Hilfe habe ich Ihnen schon den Link zum Etherpad gegeben. Da können wir miteinander die ganzen Links und Ideen sammeln, die jetzt so auftauchen. Wenn Fragen aufkommen, können wir die da auch schon mal reinstellen, sodass wir ein bisschen eine Orientierung haben und auch miteinander gemeinsam die Inhalte sichern. Mit der Digitalisierung hat es so auf sich, dass da einige Kompetenzen jetzt neu hinzukommen und die sind zum einen in der Öffentlichkeit aktiv zu sein, zum anderen kollaborativ miteinander zusammenzuarbeiten, auch die Kommunikation. Wir hatten es heute Morgen im Forum, wurde gesprochen, im Podium, die Sprache sei ganz wichtig. Wir hoffen also, dass wir gut verständlich sind und dass auch das, was wir inhaltlich zu sagen können, dem Niveau entspricht, das Sie sich erwartet haben für heute. Insgesamt dachte ich, wir strukturieren die 90 Minuten so, dass ich jetzt diese kurze Begrüßung mache, den Überblick gebe und dann weitergebe an verschiedene Personen, die sich hier beteiligen, die ihre Projekte vorstellen und die es Ihnen ein bisschen schmackhaft machen wollen, miteinander in die Vernetzung einzutreten, zu lernen, gemeinsam da unterwegs zu sein und den fachlichen Diskurs auf das nächste Level dann zu heben. Das sind zum einen die Friederike Wenisch, die sich gleich vorstellen wird. Sie übernimmt den ersten Teil, weil sie um 14 Uhr wieder in den Unterricht muss. Sie ist also Religionslehrerin an der am Gymnasium und muss um 14 Uhr dann gleich in den Unterricht. Ansonsten wären wir da ein bisschen flexibel. David Weckfiel aus der Schweiz wird was zu einem Lernkonzept sagen und Ihnen auch noch ein paar Kollaborationsmöglichkeiten sagen und auch noch auf der Metaebene sicherlich einiges dazu beitragen, weshalb sich die Vernetzung lohnt. Und Sie haben vor Ort bei sich mit am Tisch sitzen, Elena Gilians, die genau die den Rallye-Chat und das Rallye-Camp als Vernetzungsformate vorstellen will und die auch ihrerseits bloggt und im Religionslehrerverband aktiv ist. Sie wird sich auch vorstellen und entsprechend dann noch einiges dazu beitragen. Und Stefan Hartelt auf der anderen Seite gegenüber von Elena. Er hat einen Blog, auch auf WordPress-Basis, zum Berufsschul-Religionsunterricht und betreut schon seit Jahren eine Facebook-Seite, evangelisch, die sehr erfolgreich ist und kennt sich sehr gut aus mit der Nutzung von Social Media. Und auch er wird dann abschließend noch einen Impuls liefern. Ja, entspricht das soweit Ihren Erwartungen? Können wir uns darauf hinzubewegen? Gibt es noch Fragen zu klären, technischer Art oder inhaltlicher Art? Dann wäre jetzt kurz eine Zäsur und Gelegenheit dazu. Ich vermute mal, der Ton funktioniert, aber es wird geschwiegen im Raum. Brauchen wir die Insofern, Chat-Funktion? bitte nochmal wiederholen. Brauchen wir die Chat-Funktion dieses Internet? Nein, die Chatfunktion des Etherpads sind nicht unbedingt notwendig. Sie können die nutzen. Nein. Genau. Gut, dann würde ich dich bitten, Friederike. Ich mache dir gerne den ferngesteuerten Bildschirmteiler. Wenn du uns Sachen im Netz zeigen willst, kann ich dahin navigieren. Alle anderen sind dazu aufgerufen, die Seiten dann auch in unser gemeinsames Etherpad zu schreiben, sodass wir das Stück für Stück hier über die nächste Stunde dann anreichern mit zahlreichen Ressourcen, Hinweisen und Ideen, auf die Sie dann zurückgreifen können. Also, Friederike, wer bist du, was machst du und was können wir alles von dir heute profitieren? Also, ja, ich bin im Grunde schon, wurde ich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Friederike Wenisch und ich bin Gymnasiallehrerin, die eigentlich aus dem hohen Norden, aus Hamburg, hier nach Reutlingen gekommen ist und die aus der großartigen digitalisierten Schule, aus zwei Pilotschulen hier ans Reutlinger Gymnasium am AEG gekommen ist und hier versucht, digital zu arbeiten. Das tue ich ganz offen und eben gerade hat Jörg Lohrer ja schon gesagt, Offenheit ist, glaube ich, auch eine neue Kompetenz, die das ist und das tue ich im Unterricht und darüber hinaus auch in Fortbildung immer zentral über meinen Blog, den auch Jörg Lohrer eben schon angesprochen hat und ich würde einfach Einblicke in diesen Blog gewähren
einmal zeigen, wie ich halt mit Schülern arbeite, wie man dann tatsächlich auch die Vernetzung oder auch die Kommunikation mit Kollegen vorantreiben kann. Und ich glaube, auf Rallye Chat und Rallye Camp, wo ich ja auch aktiv bin, da wird ja Elena auch als führende Kraft oder treibende Kraft auch noch ganz, ganz viel zusagen. Jörg, magst du ganz kurz auf meinen Blog gehen? Sehr gern. Perfekt. Das ist mein Blog. Wie gesagt, Sie sehen, da habe ich schon mehrere Oberthemen, die ich immer im Hintergrund habe, weil ich die als sehr, sehr zentral für Lernen unter den digitalen Bedingungen oder den Bedingungen der Digitalität ansehe. Und das ist einmal Lernen mit Medien, das ist der erste Reiter, und Lernen über Medien, das ist der zweite Reiter. Unter den Lernen mit Medien können wir als erstes runtergucken, und da sieht man, dass sich halt einfach auch viel einmal Protokolle und einmal halt einfach laufende Unterrichtsarbeit dokumentiere. Und wir gucken uns jetzt einfach mal Religion an. Sehr gut, ja, du hast gleich mitgedacht, natürlich. Da sieht man auch, dass ich tatsächlich für jede einzelne Klasse einen eigenen Beitrag erstellt habe, damit halt die Potenziale der digitalen Medien auch zur Geltung kommen. Und das sieht man, wenn man halt reingeht. Magst du mal in 10 oder 9 gehen? Ich glaube, das ist das Interessanteste. So, wenn man halt einmal guckt, da sieht man dann halt auch, wie wir arbeiten und was wir tun. Und im Prinzip versuche ich hier auch die Prinzipien zum Tragen zu, also lassen zu kommen, die halt in der heutigen Gesellschaft total wichtig sind. Also Transparenz, Echtzeit und wirklich die Kommunikation, die ich halt hier auch mit den Schülern pflege. Und ganz kurz, es ist nicht nur dieses, ich mache transparent, was wir im Unterricht machen, sondern die Schüler wissen auch, dass sie hier über diese Beiträge an alle Ressourcen kommen und an alle kollaborativen Möglichkeiten kommen, die wir im Unterricht nutzen. Ganz oben sieht man schon eine H5P, da mache ich auch sehr transparent, was ich im Unterricht erwarte, ganz klar, was ich halt von Stundenprotokollen erwarte. Und wir machen ganz deutlich von Anfang an, was sind eigentlich Ängste, Wünsche der Schüler. Das kommt jetzt direkt von meinen Schülern. Und da sieht man halt auch, was sie eigentlich von Unterricht erwarten, was sie interessiert und was auch wirklich ihnen Angst macht. Und ich finde, diese Ängste, die man hier sieht, das ist eigentlich auch so die Angst des Schülers, die halt ganz häufig zum Tragen kommen und die halt wirklich im ganz klassischen Unterricht ihre volle Durchschlagskraft entfalten und ganz viel abschrecken. Aber Sie sehen da auch die Prägung meiner Schüler, gar nichts macht ihnen Angst. Man kann alle über alles reden, und dieses vertrauensvolle Verhältnis, das schätze ich auch sehr in unserem Unterricht. Nichtsdestotrotz, ganz klassisch, hier hat man dann auch, wann wir arbeiten, schreiben, was wir gemacht haben. Und Sie sehen immer wieder auch der Ausblick auf kollaborative Arbeitsweisen, die hier in Württemberg nicht ganz so verbreitet zu sein scheinen wie in Hamburg. Wahrscheinlich auch aufgrund wenig Praxiserfahrung. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier die Infrastruktur anders ist. Also ich komme aus einem Bundesland, wo viel WLAN war und wo auch WLAN an die Schüler gegeben wurde. Da hat man hier auch noch eine gewisse Scheu. Allerdings sieht man hier, dass das tatsächlich ganz transparent ist und dass halt auch viele damit inzwischen arbeiten. Das liegt aber auch an Eigeninitiative, und das ist auch etwas, was ich jedem Lehrer ans Herz legen würde, dass man einfach sich, wenn man keins hat, WLAN mitbringt. So, Sie sehen, klassisch, viel halt einfach auch eine Ergänzung, eine Ersetzung, aber auch eine neue Definition in Arbeitsaufträgen, denn ich versuche auch, die Schüler mehr und mehr in neue Arbeitsweisen, in Projektarbeit zu bringen und dann halt mit ihnen wirklich auch neue Formate auszuprobieren. Wenn Fragen sind, dann sagen Sie das einfach. Habe Ihnen das gezeigt? Haben jetzt alle Schüler ein iPad oder ein Laptop, oder machen die das von zu Hause, oder wie sieht das aus? Also zwei Sachen. Meine Schüler machen das gerne von zu Hause und üben halt auch von zu Hause aus gerne.
Da haben die überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit. Das mögen auch ihre Eltern, dass sie wissen, was wir im Unterricht machen. Und die, also die üben wirklich von zu Hause auch mit den Schülern zusammen. Wenn ich im Unterricht damit arbeite, dann habe ich mit den Eltern abgesprochen, dass ich die Handys nutzen darf. Die Eltern unterstützen das auch. Ich habe ihnen halt auch erklärt, den Eltern, dass mir wichtig ist, dass die Schüler etwas über ihre Handys lernen und wie man damit umgeht. Und deswegen haben mir die Eltern auf den Elternabenden auch gesagt, dass sie es begrüßen, wenn ich die Handys mit im Unterricht einsetze. Und ich sage ja, ich bringe auch das WLAN mit, weil ich möchte ja nicht irgendwie die Erziehung der Eltern kontaminieren. Ich sage, ich gebe das WLAN frei, wenn ich es brauche. Ich sage Bescheid, wenn ich die Handys auch wirklich nutzen möchte. Das sehen die auch ganz transparent auf dem Blog anhand der Bilder. Also an den Stunden, wo ich die Handys benutze, ist auch so ein kleines Handysymbol. Und da wird ganz transparent gemacht, wann ich halt auch die Übungsphasen habe, sodass die Eltern auch so ein bisschen drauf gucken können. Und die Antwort auf ihre Frage, ich lasse die eigenen Geräte sowohl zu Hause als auch in der Schule nutzen, sofern vorhanden. Danke. Ich habe jetzt parallel schon mal den Link zu Friederikes Blog in unser gemeinsames Dokument eingefügt. Und hier sieht man auch nochmal die Handysymbole bei den am 19.11. Da sehen Sie halt auch wirklich, wie ich dann halt auch das Projekt anleite, welche Vorgaben ich gebe und was das da halt Projektarbeit ist und was so dann die Stundenziele sind. Und ich muss zugeben, das geht hervorragend. Ich habe da eine ganz tolle Klasse gerade an der Hand. Ich habe auch schon die ersten Videos eingereicht bekommen. Und die lernen gerade da ganz viel über ihre eigenen Devices, über Einstellungen, über Möglichkeiten, wie sie recherchieren. Und da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt, den ich eben gerade angesprochen habe. Ich habe gesagt, nicht nur lernen mit Medien, sondern auch über Medien. Jörg, magst du mal ganz kurz weiter hochgehen? Und das mache ich nicht nur im Unterricht, wie Sie sehen, sondern halt tatsächlich auch dann nochmal in Fortbildung oder auch bei der Elternaufklärung, als bei Elternmedienabenden, wo ich dann halt auch Fragen beantworte und Eltern sozusagen ein bisschen versuche, die Angst zu nehmen vor der Digitalisierung. Und in Hamburg habe ich auch die Medien-Scouts betreut, die mit kleineren Schülern geredet haben und dann halt auch über Gefahren und Chancen von Digitalisierung aufgeklärt haben. Ja. Ja, so ist es. Mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Außer natürlich eine Sache, die mir noch massiv am Herzen liegt. Sie sehen, das sind eigentlich so meine Ausrichtungen. Ich lerne mit Medien, ich lerne über Medien. Aber etwas, was in der heutigen Gesellschaft auch massiv wichtig ist, ist, glaube ich, die Selbstreflexion. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Ansatz, als ich diesen Blog angefangen habe, auf Anraten von Jörg Lohrer, dass ich eigentlich mal meine Arbeit selbst reflektiere und gucke, was funktioniert gut, was nicht. Und ich wollte ein Mittel haben, um einfach nachzudenken, wie kann ich was verbessern oder was funktioniert noch nicht so gut. Ja, vielen Dank mal für diesen ersten Impuls. Genau. Also Sie sehen, hier nutzt eine Lehrerin einen Blog, um öffentlich und offen Unterricht zu reflektieren, zu konzipieren, zugänglich zu machen, auch die Lernszenarien aus den Klassenzimmern heraus in die Öffentlichkeit zu holen und auch den Klassenraum zu erweitern. Vielleicht magst du auch noch zu deinen Projekten ein bisschen was erzählen. Das kam jetzt noch gar nicht zur Sprache. Virtuelle Realität, augmentierte Realität, Open Educational Resources wären so ein paar Stichworte. Ja, also ich hatte eben schon gesagt, ich habe noch 5 Minuten. Meine Schüler scharren schon vor der Klasse, habe ich gerade schon gehört. Aber ich sage noch mal 1-2 Sachen dazu. Ich mache ja ganz viele Projekte und hört ihr mich noch? Bin ich noch da? Ja. Okay. Ich mache ganz viele Projekte und diese Projekte zeichnen sich eigentlich davon aus, dass ich sie nicht alleine mache und sie den Schülern vorsetze, sondern dass ich sie die Schüler selbst machen lasse. Das ist mir total wichtig. Und
Und wenn Jörg Lohrer jetzt sagt, also Virtual Reality oder auch Augmented Reality, wie macht man das, dann ist es mir halt einfach wichtig, dass die Schüler verstehen, wie das funktioniert und es selbst ausprobieren können. Da habe ich tatsächlich so Projekte ins Leben gerufen, wie in der Nordkirche Lebendige Steine, wo wir Kirchen in VR umgesetzt haben und die zugänglich gemacht haben, auch deutschlandweit. Das kann man halt hervorragend auch sehen auf der Nordkirchenseite. Oder wir haben auch mit den Schülern ein Chatbot für St. Katharinen gemacht, wo dann tatsächlich Menschen, die sonst keinen Guide zur Verfügung haben, einfach in die Kirche gehen können und mit ihrem Handy in der Hosentasche die Kirche entdecken können anhand von Präsentationen, die meine Schüler gemacht haben. Wir haben auch das alles, was wir immer gemacht haben, also auch den programmierten Tisch oder was auch immer, haben wir immer als Open Educational Resources zur Verfügung gestellt. Das, was Sie gerade sehen, das ist jetzt die Synagoge, die ist und das ist die Kreuzkirche in Hamburg-Ottensen. Und uns war halt einfach wichtig, dass diese verschiedenen Gotteshäuser zugänglich sind, denn nicht jeder geht und hat da die Möglichkeit, alles zu entdecken. Und da war uns die Aufklärung über religiöse Inhalte auf der einen Seite total wichtig und auf der anderen Seite halt, wie gesagt, wieder das Lernen über Medien. Viele Schüler haben hier das erste Mal halt auch von dieser Übelkeit in der virtuellen Realität gehört, konnten sich erstmal ein bisschen rantasten, was macht das mit mir, wenn ich einfach über mein Smartphone an einen anderen Ort switche, dass wir das auch thematisiert haben. Und wir haben halt auch ganz viel Sensibilität im Umgang mit den Gotteshäusern einüben können. Besonders halt hier, wo halt fast keine Beschränkungen sind und wo wir gerne reingelassen wurden in die Kirchen. Aber auch diese Sensibilität mit den jüdischen Gotteshäusern, wo dann tatsächlich auch Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden mussten, damit es halt nicht zu Schwierigkeiten kommt und die jüdischen Mitbürger da in Gefahr laufen, irgendwie Schwachstellen zu zeigen, die von Terroristen oder Angreifern ausgenutzt werden. Und das den Schülern zu zeigen, hat natürlich ganz viel Sensibilität geschürt und hat zu der Einsicht geführt, was Antisemitismus zum Beispiel auch ist, dass das Problem halt auch mit religiösem Hass ist und wie man da halt auch ganz, ganz sensibel mit umgehen muss und was dann halt auch wirklich die Verantwortung und Umgang mit den Medien und auch mit der virtuellen Realität und mit Bildern ausmacht. Ja. Eine ganz kurze provokante Frage. In welchem Verhältnis würdest du sagen, steht bei dir das Lernen mit Medien im Religionsunterricht zu dem Lernen über Medien? Also ist dein Religionsunterricht mehr Technikunterricht oder ist es noch Religionsunterricht? Also es ist vorrangig Religionsunterricht. Allerdings, wenn ich Technik einsetzen lasse, dann sage ich den Schülern schon, dass worauf sie zu achten haben oder wie sie sicher recherchieren oder was halt sinnvolle Seiten sind. Also die zeige ich ihnen. Ich glaube, das ist auch meine Verantwortung als Religionslehrerin. Aber wie man auf meinem Blog sieht, stehen ganz klar die Rahmenpläne bei uns im Vordergrund, die religiösen Inhalte. Ich bin Religionslehrerin, ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich Technik den Vorrang einräumen sollte, dürfte, wollte. Ich nutze es halt einfach auch als Medium und entdecke es mit den Schülern und ich entdecke auch religiöse Dimensionen da drin. Also das ist halt so der Schwerpunkt. Ich bin und bleibe Religionslehrerin und das ist halt einfach auch, dass ich mich da halt in unterschiedlichen Medien bewege, ist, glaube ich, mehr als natürlich. Ich frage jetzt was anderes provokant. Wenn ich diese Gebäude gesehen habe, die man anklickt, also erstens wird sie da ja ein Mensch reingelassen haben und durchgeführt haben, vermutlich der Glaubensgemeinschaft, der scheint ja ein bisschen, wir haben das jetzt nicht gern zu sehen, meine Frage ist, taucht der noch auf oder wie? Und das Zweite ist, das kenne ich von Reisen, Leute, die nur noch durch die Kamera gucken. Und so ein bisschen, ich meine, ein Raumerlebnis macht sich ja auch durch Gerüche und durch ein ganzheitliches Erleben bemerkt. Also ihre Schüler hatten das, vermute ich mal. Sie hatten das ganzheitliche Erleben. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich das nicht.
Du sagst das ja, mal so. Ich glaube auch, sie dürfen zwei Sachen nicht vermischen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Gotteshäuser in der virtuellen Realität eine Begegnung und auch eine sensible Begegnung mit Vorwissen anbahnen können und dass man daraus natürlich auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der realen Begegnung ableiten kann. Ich will auf gar keinen Fall, dass irgendwie der Eindruck entsteht, dass durch diese virtuellen Realitäten der Besuch in der Moschee oder in der Kirche oder in der Synagoge abgehalten wird. Ich möchte halt aber, dass tatsächlich die Schüler auch die Möglichkeit haben, sich vorab zu informieren und dann einfach ganz anders geschult mit einem ganz anderen Blick auch Vergleiche zu ziehen. Also nicht jeder Schüler kommt in die Moschee nach Hamburg, aber wenn man die Moschee in Hamburg in der virtuellen Realität kennt und dann in seine Nachbarmoschee geht, sieht man Gemeinsamkeit, man sieht Unterschiede, man kann das reflektieren, man kann vielleicht sogar durch diese Impulse, die in dieser virtuellen Moschee in Hamburg sind, einordnen, wie die andere Moschee gepolt ist. Und ich glaube, dass das sind eigentlich so die Chancen, dass man einfach Anschauungsmaterial hat, was auf unterschiedlichen Medien erfahrbar wird und was dann einfach eine ganz andere Reflexion bei den Schülern hervorrufen kann, weil sie verständiger und anders damit umgehen und damit halt auch wirklich den Wert und die Erhabenheit auch von oder die Wirkung von Gotteshäusern in der Realität anders wahrnehmen und schätzen lernen. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Schüler, die ich habe, die machen die VR. Also es ist nicht so, dass sie das halt einfach nur konsumieren, dann in den Raum gehen und nicht. Die arbeiten ja wirklich dann anders damit und die machen diese VR. Ich muss leider los. Alles klar. Vielen Dank für den ausführlichen Einblick in deine Schulpraxis und dass du uns mit reingenommen hast und inzwischen 2 Stunden hier unten Impuls geliefert. Ja. Vielen, vielen Dank und guten Unterricht jetzt. Tschüss. Gerne auch Fragen noch per Mail. Tschüss. Ja, alles klar. Also hier auch nochmal ganz klar die Bereitschaft von Friederike, über die heutige Sitzung hinaus verfügbar zu sein. Wir haben in dem Etherpad auch von jedem der Beteiligten die Twitter-Namen reingeschrieben. Wir sind also nicht nur für eine offene und öffentliche Vernetzung, sondern wir praktizieren diese und stehen gerne auch bereit für Austausch, für gemeinsame Projekte, für weitere Vorhaben. Das also jetzt als erster Impuls an dieser Stelle. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich Ihnen mal einen Überblick gebe über die Werkzeuge und Möglichkeiten von RPI virtuell, denn der Titel dieses Forums lautet ja mit RPI virtuell arbeiten. Das soll aber nicht den Schwerpunkt bilden, sondern lediglich eine Brücke zu den nächsten Referenten dann bieten, wie wir miteinander auch technisch zusammenarbeiten können und was die Grundlage unserer Vernetzung auch über die Länder hinweg dann sein kann im deutschsprachigen Raum und auch über die Konfessionen hinweg, evangelisch und katholisch. Ja, dann würde ich jetzt mal noch kurz meinen Bildschirm teilen und Ihnen ein paar Takte zur Genese von RPI virtuell sagen und zu den Diensten, die wir zur Verfügung stellen. Und falls es Zwischensprachfragen gibt, grätschen Sie einfach dazwischen. Einmal kurz rufen oder so. Eine Frage habe ich direkt. Der Blog von Frau Winisch, den kann jeder jetzt einsehen. Ja, alles öffentlich und offen. Das war die Prämisse, unter die wir das alles gestellt haben. Das wird bei allem sein, was wir hier miteinander besprechen. Sie müssen sich weder registrieren noch anmelden noch irgendwas dafür bezahlen. Wir stellen alles zur Verfügung. Okay, gut. Danke. Gerne. So, dann sollte jetzt hier von der Plattform zum Netzwerk stehen. Mhm, ja. Ja? Und zwar gibt es RPI virtuell schon seit über 15 Jahren mittlerweile. Wir sind ja fast schon so ein Internet-Dinosaurier. Wir haben das 4-5 Mal neu entwickelt, jedes Mal auf eine neue Technik gesetzt. Und bei der letzten Weiterentwicklung, die auch von der EKD gefördert wurde, sind wir auch nicht nur mit den Inhalten und mit der Vernetzung, sondern auch mit der zugrunde liegenden technischen Infrastruktur auf Open Source gegangen. Das heißt, jetzt basiert alles auf WordPress. Das ist ein Content-Management-System, das weltweit am weitest verbreitetsten ist. Jede zweite Webseite funktioniert mittlerweile mit WordPress. Das Blog, das wir gerade von Friederike Wenisch gesehen haben, funktioniert auch genauso, lässt sich damit so einfach wie ein normales Word-Schreibprogramm bedienen, um damit öffentliche Internetseiten zu erstellen. Und man kann noch viel mehr damit machen. Wir haben unseren Materialpool auf dieser Basis weiterentwickelt. Man kann in Gruppen zusammenarbeiten, geschlossen oder öffentlich, um miteinander Lernräume im Digitalen zu gestalten. Und was man sonst noch damit machen kann, zeigen Ihnen dann auch noch die anderen
nur von der Grundlage der Denke sind wir jetzt nicht mehr eine Plattform, die irgendwie eine Bibliothek hat und wie so ein Gebäude funktioniert, das immer angebaut hat in den letzten Jahren, sondern es gibt nur noch eine zentrale Authentifizierung. Das ist eigentlich das Einzige, das Zentrum, von dem aus man die ganzen Dienste dann benutzen kann. Und wir sind ein Netzwerk. Das heißt, man kann den Materialpool völlig unabhängig von dem Gruppenbereich benutzen. Man kann die News abonnieren, ohne irgendwas mit Lernräumen zu tun zu haben. Und so kann sich jeder seine eigene persönliche Lernumgebung zurechtschneidern, wie man das haben möchte. Alles komplett kostenlos und kostenfrei. Den Materialpool und die News können Sie auch ohne Registrierung und Anmeldung offen nutzen. Und wenn Sie selbst etwas erstellen wollen oder einen Raum einrichten, ein eigenes Blog, dann brauchen Sie eben eine Registrierung und eine Anmeldung. Aber auch das ist kostenfrei. Wir sehen uns als ein Unterstützungssystem für religiöse Bildung von der Primarstufe bis in die Erwachsenenbildung hinein, über alle Konfessionen hinweg, und sind froh und dankbar, mit jedem zusammenzuarbeiten, der das möchte. Und einige von denen stellen sich jetzt gleich vor. Ich zeige Ihnen noch mal kurz unsere Kerndienste und gebe dann auch gleich weiter. Ist denn mein Mauszeiger? So. Also auf rpvirtuell.de bekommen Sie zunächst einmal so ein bisschen ein Farbleitsystem. News sind grün, der Materialpool, unser Herzstück, ist orange und dunkelorange. Die Gruppen werde ich jetzt heute nur streifen, weil wir da schon am Weiterentwickeln sind, hin zu Messenger, also zu Kurznachrichtendiensten, und die Blogs, mit denen man innerhalb von einem Klick eine Webseite erstellen kann. Unser Materialpool ist eigentlich eine Bibliothek, nur sind wir nicht eine Bibliothek, die die Materialien selbst vorhält, sondern wir verweisen auf die und reichern sie an mit Metadaten. Wir helfen Ihnen also dabei, ganz dezidiert beispielsweise für den BAU zu suchen, ganz gezielt einen Film herauszufinden und das auch noch zu einem bestimmten Kompetenzbereich oder kirchlichen Jahresthema oder was auch immer Sie suchen. Auf der Startseite von RP Virtuell finden Sie handverlesene Unterrichtsmaterialien, die auch redaktionell überarbeitet werden. Die ganzen pädagogisch-theologischen Institute in Deutschland, die ihre Zeitschriften veröffentlichen, werden auch bei uns verschlagwortet und sind über den Materialpool zugänglich. Auch Autorinnen und Autoren haben hier die Gelegenheit, mit ihren Produkten verfügbar zu werden, und man kann auch nach Institutionen und nach Autoren suchen. Der Materialpool Newsletter lässt sich auch abonnieren, dann bekommt man fast jeden Tag die Neueinträge in einem kurzen Ticker. Und so schaut so eine Material-Themenseite aus, beispielsweise zum Schwerpunkt Eine Welt, globales Lernen. Haben Sie einen Überblick hier zu Unterrichtsentwürfen für die Grundschule, Sekundarstufe, Medien, Fachinformationen, und links mit diesen Punkten lässt sich eine sogenannte Facettierung vornehmen. Das heißt, Sie können dann Ihre Suchergebnisse auch einschränken, immer weiter, bis Sie so viele Suchergebnisse haben, die Sie selber überschauen können und die Ihnen dann auch ein gutes Ergebnis liefern. Hoppla, jetzt bin ich ganz ans Ende gesprungen auf einmal, versehentlich. Nochmal zurück. Nochmal hier beim Materialpool. 1, 2, 3. Materialticker ist abonnierbar, habe ich gesagt. Genau. Die News, der Nachrichtenbereich, ist auch das Portal für unseren Livestream und für die Möglichkeit, hier Bildungsnews aus den Landeskirchen und Bistümern zu bekommen. Wir haben einen Schwerpunkt seit letztem Jahr auch im Comenius-Institut festgelegt, nämlich dass die Digitalisierung ein Schwerpunkt sein soll. Deshalb bekommt man jetzt auch zunehmend digitale Medien und auch auf der Metaebene alles, was die Nutzung reflektiert. Datenschutz, Urheberrecht, Datenschutzgrundverordnung, wie nutze ich das im Unterricht und so. Also hier in den News gibt es immer die aktuellsten Bildungsbeiträge. Neu ist auch ein Podcast, den wir letztes Jahr angefangen haben, wo wir versuchen, mit Personen aus der Religionspädagogik, Forschung und Innovation ins Gespräch zu kommen und wo man dann auch mal sich in der Straßenbahn oder auf der Autofahrt was anhören kann und nicht nur immer lesen und surfen muss. So sieht im Moment die News-Seite aus. Gerade war der Klimastreit aktuell. Ich klicke mal noch eins weiter. Hier unser Bildungskongress ist natürlich im Moment auch auf der Startseite. Genau. Jede Woche gibt es auch neu die TV-Tipps. Einmal die Woche als Übersicht für Sendungen, die für Religionslehrende von besonderem Interesse sein könnten. Hier noch ein Podcast. Und jeden Monat ein Lied des Monats, das komplett kostenfrei zugänglich ist, inklusive Playback-Version und Notation, das man dann also nutzen kann, auch für den Religionsunterricht. Zum Newsletter kann man sich anmelden. Der geht einmal in der Woche raus, immer Dienstag in der Früh gibt es den Newsletter.
Und dann die Blogs auf WordPress-Basis, die können Sie ganz verschieden nutzen. Zum einen, um eine Tagung zu dokumentieren für einen Kurs, als persönliche Visitenkarte, als interaktives Lernangebot. Da sind also die Nutzungsszenarien sehr vielfältig und da können Sie mit einem Klick also eine neue Webseite erstellen. Wir liefern Ihnen auch verschiedene Designvorlagen, Themes, die man sonst anderswo kaufen müsste, oder Plugins, also Erweiterungen, mit denen Sie selbst auch Formulare erstellen können, Newsletter Ihren Kursteilnehmenden zur Verfügung stellen oder auch dritte Seiten wie YouTube und Ähnliches auf Ihrer Webseite dann einbinden können. Aber da sehen wir auch gleich noch ein paar mehr. Frau Wenischs Blog war eins, das wir uns gerade angeschaut haben. So kann eins ausschauen, was die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland macht. Die haben hier beispielsweise für kompetenzorientierten Religionsunterricht zur Reflexion und Entwicklung dafür verschiedene Kriterien angelegt, die hier öffentlich zugänglich sind. Hier gibt es für diese Kamishibai, dieses Erzähltheater beispielsweise, Karten, die man sich rausdrucken kann und auch Audiodateien, sodass man das Erzähltheater mitnehmen kann und vor Ort erzählen. Das wiederum ist auch im Materialkurs dabei. Hier haben wir für die Fortbildnerinnen im Elementarbereich einen Fortbildungsordner, der bisher immer im Ringbuchformat jedes Jahr neu aktualisiert und ausgedruckt wurde. Und hier eine Nutzung von einer Studienleiterin, die also den Kurs und die Modulübersicht immer in Gutgliederung von Kommentaren, Schritten und Lernmaterialien hier zur Verfügung stellt, um dann in der ganzen Nordkirche und in der Landeskirche Anhalt weiter zu qualifizieren für den Elementarbereich. Im Februar startet ein offener Kurs, Open Rally nennt sich der, und auch der ist über so einen Blog beispielsweise zugänglich. Zum Rallycamp sagt Elena gleich nochmal was. Ja, diese dezentralen Netzwerke sind auch in der Weiterentwicklung. Ganz neu ist die Cloud. Hier stellen wir Ihnen kostenlosen Speicherplatz zur Verfügung, damit Sie datenschutzkonform auch Dateien austauschen können, Dokumente, PDFs, Word oder was auch immer. Über cloud.rpi-virtuell.de können alle Nutzer miteinander in den Datenaustausch treten. Und ganz neu jetzt in der Erprobung ist die matrix.rpi-virtuell, weil der Wunsch immer da war, auch ein Echtzeit-Nachrichtensystem zu haben, so wie WhatsApp oder Telegram oder Threema, damit man da eine datenschutzkonforme Möglichkeit hat. Die französische Regierung nutzt beispielsweise die Matrix. Stellen wir also ab sofort auch einen Messenger zur Verfügung, mit dem Sie verschlüsselt und datenschutzkonform Kommunikationsnetzwerke entwickeln können. Die ganzen Folien, alle Inhalte, wie immer unter freier Lizenz. Sie dürfen auch das, was ich Ihnen gezeigt habe, gerne weitergeben, neu zusammenstellen. Wir versuchen auch immer, das Urheberrecht an der Stelle so zu gestalten, dass alle unsere Inhalte weiter nutzbar werden. Dazu nutzen wir die Creative Commons Lizenzen. Die ermöglichen nämlich eine Weiternutzung, eine Verbreitung, eine Kopie und sogar Veränderungen von Lerninhalten und Lernmedien. Und alle, die hier jetzt präsentieren, sei das Frau Wenisch oder später auch David, der auch noch ein innovatives Lernkonzept dazu vorstellen wird, wir legen Ihnen das ganz stark ans Herz, dass wenn Sie öffentlich und offen im Netz arbeiten, dass Sie dann von Anfang an Inhalte und Medien nutzen, die nicht unter das Urheberrecht traditionell fallen, wo immer Rechte abgeklärt werden müssen, sondern die unter solche Creative Commons Lizenzen fallen, damit man eben diesen Austausch intensiv miteinander betreiben kann, weil dann das Urheberrecht sekundär wird, denn die Nutzung ist damit immer gewährleistet. Soweit mal ein kurzer, sehr kompakter, intensiver Überblick über all die Möglichkeiten, die Sie mit RPI virtuell haben. Und jetzt bin ich kurz bereit für ein paar Rückfragen und dann gehen wir weiter. Helfen Sie mir, mich ein bisschen zu orientieren. Habe ich Sie komplett erschlagen? War es zu schnell oder ist es gar nicht relevant? Wenn man auf RPI virtuell einen Blog einrichten möchte, muss man sich als Nutzer anmelden, oder? Genau, weil Sie ja Ihre Inhalte auch schützen wollen, dass nur Sie Zugriff haben redaktionell auf die Dinge, die Sie in Ihrer Autorenschaft erstellen wollen, können Sie hier... brauchen Sie einen Benutzer, der Ihnen diese Rechte dann eben einräumt. Und Sie können auch mit anderen zusammen daran arbeiten, denen Sie dann Redaktionsrechte wiederum vergeben. Ja. Da Sie aber mit Ihrem Namen und mit auch Ihrem Impressum und Ihrer Datenschutzerklärung öffentlich dafür stehen, sind Sie auch haftbar für die Inhalte, die Sie publizieren. Insofern
brauchen wir auch jemanden, der Ansprechpartner ist, falls es irgendwelche Konflikte geben sollte. Ja. Und Frau Wenisch hat so einen Blog eingerichtet. Und wenn jetzt Ihre Schüler in diesem, ich weiß gar nicht, ist das dann ein Kurs, antworten, dann schaltet sie den frei nur für Ihre Schüler zum Antworten, weil damit da nicht jemand anders zwischenfuscht. Genau, sie hat ja solche kleine H5P, also solche Lernbausteine erstellt, die sich auch weiter nutzen lassen. Und die Schüler haben dann die Gelegenheit, entweder in eigenen Blogs selbst ein Lernportfolio zu erstellen, wo sie sich ihre Aufgaben holen und die Ergebnisse selbst erstellen. Oder sie schicken die eben weiter an Frau Wenisch und die veröffentlicht sie dann anonymisiert. Das ist also, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auch hier die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler zu schützen. Zu dem Einarbeiten in ein Blogsystem. Wie mache ich das am besten? Finde ich da auf der Website von dem HPI virtuell so Ideen und Anleitungen, wie ich da reinkomme? Können Sie es nochmal wiederholen oder in Richtung des Mikrofons sprechen? Ich habe es schlecht verstanden. Okay, wenn ich mich in die Technik dieses Blogsystems einarbeiten möchte, wie gehe ich da am besten vor? Finde ich da Ideen auf HPI virtuell? Ja, also das eine ist, wir haben ein paar Lernmodule auch erstellt und Hilfe und Tutorials, also Anleitungen für die Probleme, die da am meisten auftreten, wenn man das zu Beginn macht. WordPress ist natürlich weltweit sehr verbreitet. Das heißt, wenn Sie an irgendeiner Stelle googeln, wie mache ich das, wie erstelle ich ein Schlagwort, wie erstelle ich einen Beitrag, finden Sie ganz viele hilfreiche Hinweise. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, im Januar bei dem Lernangebot, das David gleich vorstellen wird, da können Sie sich gerne mit einklinken. Da bieten wir Ihnen also auch kostenlos einen Kurs an, um sich mit der Technologie vertraut zu machen. Okay. Danke. Elena und Stefan, die mit am Tisch sitzen, nutzen auch beide dieses System. Vielleicht könnt ihr auch kurz was sagen, wie schwierig ist es denn? Wie hoch ist die Lernkurve? Muss man studierter Informatiker sein? Oder wie einfach kann man so einen Blog betreiben, erstellen? Also grundsätzlich das zu erstellen, so wie ihr es anbietet und dann überhaupt erstmal was zu schreiben und zu veröffentlichen, ist relativ einfach. Es kommt dann halt darauf an, wie viel Lust und Muße habe ich da irgendwie in die Gestaltung und das Ganze zu stecken und wie soll es aussehen. Aber erstmal nur einen Artikel zu publizieren, ist relativ einfach gemacht über das System. Darf ich dir nochmal nachfragen? Blog, das heißt, ich als Autor stelle etwas zur Verfügung, aber es ist jetzt nicht gedacht, dass ich da Kommentare bekomme oder auch. Aber im Grunde reinstellen, Materialien mache ich allein. Man kann auch andere Personen dazu einladen. Also man kann auch mit mehreren Autoren hinter einer Seite stecken und die veröffentlichen dann. Also man kann auch unterschiedliche Projekte machen, wo man dann sagt, jetzt bestimmte Schüler-Accounts können dann gemeinsam so einen Artikel dort auf der Webseite publizieren, kann Kommentarfunktion freischalten, dann kann das selber kommentieren. Dann kann ich natürlich auch sagen, Kommentare muss ich freigeben, dass nicht irgendwas da erscheint. Also ich würde mich anschließen zu sagen, grundsätzlich ist es das Einrichten und einen ersten Artikel zu verfassen ziemlich leicht. Wenn man dann natürlich entsprechend viel immer mehr damit machen will, dann gibt es eben Möglichkeiten. Und da WordPress glücklicherweise eine Plattform ist, die halt wirklich sehr weit verbreitet ist, gibt es auch massenhaft von völlig anderen Autoren für WordPress verschiedene Tutorials auf YouTube und Co. Also es gibt in der Breite im Internet zu allem eine Hilfe, was man da für Probleme haben könnte, auch von WordPress direkt. Und von daher ist WordPress was, wo unglaublich mächtig ist, aber wo man sich halt überlegen muss, für was will ich es einsetzen. Ja, vielleicht so von zwei Dimensionen. Das eine ist der technische Aspekt. Da gibt es wirklich eine sehr gute, vernetzte, deutschsprachige Community. Das heißt, WordPress ist jetzt zwar ein englischer Begriff, aber es gibt in allen deutschen Großstädten dazu Camps mittlerweile, die Schulen dabei. Und deshalb sind auch die Hilfen und Anleitungen dafür auch komplett deutschsprachig. Es ist auch multilingual aufgestellt. Das heißt, auch im in der Benutzung haben Sie auch eine deutschsprachige Menünavigation und all die Erweiterungen sind auch deutschsprachig zur Verfügung. Das ist schon mal eine sehr große Hilfe an der Stelle, dass es wirklich so weit verbreitet ist, dass man da sehr starke Unterstützung bekommt.
Das andere ist auf der Metaebene nochmal, wenn man so anfängt, Dinge zu publizieren, dann denkt man traditionell von der Buchdruckkultur, Sprache und Schrift her, was uns bisher geprägt hat, man stellt Materialien zur Verfügung. Deshalb ist auch der Materialpool immer noch unser Herzstück. Die Idee, Dinge verfügbar zu machen und zugänglich zu haben, ist schon mal berauschend an diesem Netz. Was dann aber wirklich der nächste Schritt ist, und der ist nochmal viel, viel gewinnbringender, ist, sich mit Personen zu vernetzen, die an gleichen Themen dran sind, wo man nachfragen kann und diese Netzwerke zu entwickeln, die Unterstützungsstrukturen im Netz zu entdecken. Und das ist eigentlich der richtige Zugewinn, den man dabei hat, dass es immer Leute gibt, auch die man nachfragen kann, sowohl technisch als auch inhaltlich und mit denen man gemeinsam den Berufsschulreligionsunterricht weiterentwickeln kann. Das ist auch so diese Kernbotschaft, die heute dieses Forum versucht zu vermitteln und weshalb wir es auch so organisiert haben, dass verschiedene Leute hier zur Geltung kommen, um miteinander zum einen zu demonstrieren, wie wertvoll das ist und zum anderen sie auch dazu einzuladen, daran teilzuhaben, indem wir jetzt schon mal an einem Dokument miteinander ein bisschen was reinschreiben und indem wir das auch verfügbar machen, was wir hier miteinander austauschen. Dann würde ich an das nächste Vernetzungsformat weitergeben und die nächste Vernetzungsfrau. Elena, möchtest du ein paar Takte sagen zu deinem Blog, zu Rallychat, zu Rallycamp? Ich bin einfach der ferngesteuerte Internet für dich. Die nächste Viertelstunde gehört dir. Und sag ja, zu Beginn noch, wer du bist und was du machst. Ja. Achso, ja. Ich bin Elena Gilliams, bin Hochschullehrerin aus Hildesheim, Druck- und Medientechnik und sonst eben Religion. Ursprünglich evangelisch, wir unterrichten aber nur professionell kooperativ. Genau. Und bin eben im Netz relativ aktiv. Ich glaube, Twitter habe ich seit über 10 Jahren mittlerweile und habe eben darüber auch Jörg und die anderen kennengelernt und mich in verschiedenen Formaten eingebracht. Angefangen hat es mal mit Open Rally. Wann habt ihr den ersten Kurs gemacht? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Open Rally gibt es seit 2013. Ja, dann bin ich seitdem irgendwie da rein mit digitalen und Religion zu arbeiten. Da war ich noch im Studium 2013. Ja. Genau, und habe jetzt auch wieder angefangen zu bloggen. Ich hatte damals auch schon mal einen, habe das aber auch einschlafen lassen und versuche es jetzt aber nochmal auf meinem Blog. Ich habe auch ein bisschen an Material online, was man sich runterladen kann. Also eine Lernsituation ist komplett. Das ist jetzt ein. Oben in dem ersten Beitrag, das mit den Pinguinen, das ist etwas, was ich für Friederike, die vorhin gesprochen hat, erstellt hat, die da mal eine Anfrage hatte, weil ich eben, wenn ich aus dem Grafikbereich komme, habe ich da mal was für sie gemacht. Ich habe eben auch so ein paar Sachen, wo ich wirklich Artikel einfach geschrieben habe, was mir so im Kopf ist, was ich mal auf digitale Papier bringen musste. Genau, und sonst eben unter Material kannst du ja einmal klicken. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist da, aber ich glaube schon. Ja, also ich habe so ein paar Sachen erstellt. Einige Grafiken, das mit der Weltkugel, das ist eben eine komplette Lernsituation, die ich im Unterricht in einer Berufsfachschule mache. Da habe ich alle Materialien mal hochgeladen, das unten sind eben die Bilder, die ich Beziehungsunterricht nutze, das mache ich bei uns in Sprachförderklassen. Ja, und so bin ich jetzt so langsam dabei, einfach Sachen, die ich nutze und die ich entwickle, auch online zu machen. Ja, und sonst bin ich eben sehr aktiv. Beim Rallychat und Rallycamp. Rallychat gibt es seit etwa 2,5 Jahren, seit März 2017. Das ist ein Twitter-Chat, der jede Woche mittwochs stattfindet, immer von 20 bis 21 Uhr. Und Twitter-Chat bedeutet eben, es gibt Leute, die sich um die Moderation kümmern. Es geht dann immer unter diesem Hashtag. Rallychat und alles, was gibt dann am Anfang 10 Minuten lang ungefähr eine Vorstellungsrunde. Das Thema und die Fragen sind vorher immer schon bekannt und dann gibt es eben ab 10 nach 8 und 10 Minuten Takt immer neue Fragen. Und man kann darauf antworten. Immer mit diesem Hashtag versehen und es gibt als Hilfen zum Beispiel Tweetdeck, da kann man dann in einer Spalte wirklich danach filtern, alles was unter diesem Hashtag steht. Und kann dann eben einfach seine eigenen Gedanken dazu loswerden, kann aber eben auch lesen, was die anderen denken und darauf wieder reagieren. Und so entstehen dann einfach Gespräche zu bestimmten Themen. Und Themen, ich habe mir nochmal so durchgeguckt, wir hatten schon alles Mögliche. Also über persönliche Einstellungen, jetzt gestern war Evaluation dran vom Unterricht,
Es geht aber auch mal um Unterrichtsthemen, wie leitet zum Beispiel Gott im Religionsunterricht. Aktuelle Diskussionen über andere Religionen haben wir schon gesprochen, über didaktische und methodische Themen. Also mittlerweile sind wir eben schon bei 66 Stück. Entsprechend viele Themen sind zusammengekommen, hier Islam, ja, Dystopien und Armageddon und ähnliches. Wie kann Projektlernen funktionieren? Ist im Religionsunterricht auch Zeit und Raum für Kontemplation? All solche Dinge werden besprochen. Das sind immer Themen, die wir uns nicht einfach ausdenken, weil wir darauf Lust haben, sondern, also natürlich sind es auch Themen, von denen wir sagen, die würden wir gerne mal machen, aber wir stellen das in der Regel auch immer zur Wahl. Das ist drei Themen für die nächste Rubrik, wo man dann abstimmen kann, welches über was möchte man gerne sprechen. Und das, was am meisten Stimmen bekommen hat, kommt dann dran. Wenn alle irgendwie gleich vier Stimmen bekommen sollten, kommen die bei uns auf eine Liste intern. Deswegen nochmal gucken, da kommen wir später drauf zurück. Genau, manchmal gibt es aber eben auch Sachen, die einfach gerade passen, die wir gerade unbedingt machen möchten, dann werden die einfach auch mal festgelegt. Aber man kann natürlich auch Themenwünsche äußern, man kann an uns herantreten sagen, wie wäre es denn mal mit dem Thema, wollen wir nicht mal. Und dann nehmen wir das immer gerne auf und versuchen es einzurichten. Ja, wir machen jetzt Mittwoch bis Mittwoch vor Weihnachten noch. Über Weihnachten, Silvester haben wir dann eine Pause und fangen dann im Grunde nach in meiner Serie wieder an. Und dann geht es wieder weiter. Und was viele Leute machen da ungefähr, sind ja nicht immer die gleiche Anzahl. Aber ungefähr willst du Pi mal Daumen? 10 bis 20? Weiß ich nicht. Hast du eine Schätzung? Ja, also es gab, glaube ich, jetzt neulich mal eine kurz eben im November, waren es ja, über 10.000 Tweets auf jeden Fall von insgesamt dann zwischen 50 bis 60 Teilnehmenden. Am Abend selber haben wir eben, so wie Elena sagt, eine Beteiligung von 10 bis 20 Personen. Das ist schon eine sehr hohe Tweetdichte. Ja. Und waren wir jetzt alle an Buchschulen überhaupt im Jugendherrn? Überhaupt. Und auch nicht nur Lehrkräfte, sind eben teilweise auch andere, da manchmal sind dann auch Pastoren oder so. Also alle, die sich irgendwie für religiöse Bildung interessieren. Alle, die wollen. Ja. Aber man muss nicht unbedingt zu einer bestimmten Twitter-Gruppe gehören. Nee. Okay. Also, man muss Twitter, ne? Also es gibt keinen anderen Zugang. Ne? Wenn man nur lesen will, bräuchte man keinen Account, dann könnte man das einfach auf der Twitter-Seite nach dem Hashtag filtern und könnte mitlesen. Wenn man selber schreiben und antworten will, braucht man einen Account. Dann muss man sich bei Twitter anmelden. Ja, die Beteiligung ist wirklich von der Nordseeküste bis zum Wörthersee, also im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und von den Menschen, die da mitmachen, sowohl aus der Gemeindekatechese, Konfirmandenunterricht, Ehrenamtliche, über Religionslehrende in allen Schularten, bis hin eben zu Studienleitenden oder Funktionsträgern, beispielsweise der AED-Vorstand war jetzt zweimal mit dabei, oder auch Professoren, die dann dieses neue Format mal für sich entdecken oder auch Gastmoderationen übernehmen. Wir schauen auch immer, dass wir zu den jeweiligen Themenschwerpunkten dann Personen anfragen, die dann entsprechende Expertise mitbringen und auch inhaltlich die Themen anreichern können. Aber die Themen und Inhalte des Chats sind so das eine, und was an Vernetzung entsteht und was an für Zusammenarbeiten sich daraus ergeben, auch an Fortbildungsformaten, das ist natürlich dann auch nochmal weiterführend das. Und das ist schon recht früh letztes Jahr entstanden, der Wunsch auch in der Präsenzveranstaltung sich zu treffen, und daraus an einer katholischen Schule in Saarbrücken dann das Rallye-Camp entstanden. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen zu dem Format und zu dem, wie es da weitergeht. Ja, das Rallye-Camp ist ein Barcamp. Barcamp bedeutet also eine Konferenz, bei der das gesamte Programm nicht vorher feststeht, sondern man kann mit eigenen Themen und Ideen kommen und sie dort quasi direkt auf die Tagesordnung schreiben. Ja, es hat dieses Jahr in Saarbrücken stattgefunden, an der Marienschule. Und nächstes Jahr sind wir am 22. bis 24. Mai in Salzburg, an der Pädagogischen Hochschule. Das eigentliche Barcamp wird am Samstag, den 23. Mai, stattfinden. Am Freitagabend gibt es eben schon ein Zusammenkommen und am Sonntag schon ein gemeinsames Ende, aber der Haupttag ist der Samstag.
Das Barcamp als solches ist kostenfrei. Man muss für den Tag nichts zahlen. Man muss eben nur die eigene Anreise und die Unterkunft selbst bezahlen. Oder, ich weiß nicht, ob manche Schulden es vielleicht tragen oder so. Man kann es vielleicht beantragen, je nachdem, wie das so. Also bei uns geht es garantiert nicht, dass wir selber zahlen müssen, aber vielleicht hat ja jemand Glück. Genau, wir werden natürlich ein paar Themen vorbereiten, damit man nicht so völlig in den blauen Dunst hineinfährt, und werden das eben auch auf dieser Seite identifiziert veröffentlichen, was wir uns an Themen so vorstellen können. Und dann diese Sessions dauern immer 45 Minuten. Man hat also 45 Minuten Zeit, über ein Thema vielleicht einfach zu diskutieren oder etwas, was man mitbringt, zu präsentieren und zu zeigen, was mache ich, und darüber dann in den Austausch zu kommen. Da liegen immer meistens 3 Sessions parallel und dann eben nacheinander mehrere. Und so wird der ganze Tag verbracht. Das sind also wirklich kurze Workshop-Phasen, sodass man immer wieder in neue Themen kommen kann und sich immer wieder neu inspirieren lassen kann und arbeiten kann. Und die werden vorher bepunktet nach der Vorstellung. Genau, also die Themen werden da ja nach, genau, so wie beim Barcamp. Die werden alle, man stellt sich nach vorne, erzählt, was man gerne machen möchte, und wird es aufgeschrieben und dann wird gesagt, wer hat dazu tatsächlich Lust. Ist das überhaupt von Interesse, oder ist das nur eine einzige Person, die darüber sprechen möchte? Dann stellen wir es halt nicht statt. Aber wenn alle sagen, cooles Thema, dann bin ich gerne dabei, dann wird es auf den Plan gehängt und wird dann eben gucken, was das politisch alles. Findet das häufiger statt? Das ist ja dann, man müsste schon mal auf so einem Barcamp gewesen. Ja, also, nein. Aber ich hätte schon weiter. Das Barcamp gibt es für ganz verschiedene Themen. Das Format ist das halt schon das Name. Ja. Es gibt auch im Bildungsbereich verschiedene. Es gibt auch so ein Kirchenbarcamp. Es gibt auch zu WordPress-Barcamps und zu, also zu allen möglichen. Und das ist jetzt eben als Führerschaft aus dem Lebenswelt entstanden für die Bildung. Ja. Also ich will zum Rallye-Chat auch mal ganz kurz noch mal eine Lanze brechen. Es gehört zu den tatsächlich wichtigsten Mikrofortbildungen, die ich so im Alltag habe. Neben natürlich manch einem Hashtag auf Instagram gehört der Hashtag Rallye-Chat schon zu dem, was mir in meinem Alltag praktisch so manche Fortbildung, die es vielleicht komprimiert erreichen würde, aber so dieses tägliche Weiterbilden für meinen Lehreralltag, zu den zentralen wichtigsten Elementen. Also das ist was, wo ich auch bisher heute im Laufe des Tages noch eine Wahrnehmung habe, dass Digitalisierung auch bedeutet, dass wir als Lehrer die Möglichkeit bekommen, eben durch unser Lehrernetzwerk das größer zu machen als im Lehrerzimmer eine zufällige Begegnung, sondern dass hier systematisch Netzwerke aufgebaut werden können, die uns in täglichen Arbeit schlicht und ergreifend ganz konkret helfen. Und da gehört es der Rallye-Chat eben ganz zentral dazu. Und natürlich noch das eine oder andere auf anderen sozialen Medien, Netzwerken, aber genau, das wollte ich noch kurz hinterher schieben. Und der Rallye-Chat findet ja eben nur einmal die Woche, eine Stunde lang, also Mittwoch 20 bis 21 Uhr, aber dieser Hashtag kann natürlich trotzdem die ganze Zeit über verwendet werden. Genauso ein anderer wichtiger Hashtag, finde ich, ist Twitter-Lehrerzimmer. Da findet auch ganz viel statt, und wenn ich mal irgendwelche Fragen habe zu Hause, zum, ja, ich stelle solche Fragen mittlerweile nicht an Kollegen, schreibe die an oder so, sondern ich stelle die bei Twitter ein mit diesen beiden Hashtags. Also wenn es um Religionsunterricht geht, sonst nur Twitter-Lehrerzimmer, und in der Regel antwortet da jemand relativ flott drauf und kommt dann so in meiner Arbeit auch einfach weiter. Also ich kann dazu empfehlen, das zu nutzen. Vielleicht konzeptionell noch zum Format. Wir haben ja verschiedene Formate schon bei RP virtuell begleitet und ihn mit initiiert. Open Rally, Rally Chat ist auch eins davon, das schon seit einer Weile in der Schublade war, nachdem es den Ed-Chat gab und das Twitter-Lehrerzimmer. Und dadurch, dass Karl Pebeck dann gesagt hat, er schreibt eine Dissertation dazu, hat es auch Fahrt aufgenommen, sodass ich dann mit ihm gemeinsam das in der Leitung, und jetzt haben wir mittlerweile dieses Leitungsteam auch erweitert, den Rally Chat konzipieren konnte. Und jetzt haben wir auch so eine Schwungmasse an Öffentlichkeit und auch eine Kultur miteinander entwickelt, die wirklich selbsttragend oder sich auch weiterentwickeln kann, sodass der Rallye-Chat nicht nur der Mittwochabend ist von 20 bis 21 Uhr, sondern dass eigentlich jeder Religionspädagoge, der irgendwie im Netz ein bisschen unterwegs ist, darauf aufmerksam wird und auch diesen Hashtag Rallye-Chat dann dafür nutzt, eigene Dinge zu publizieren oder mal was nachzufragen, sich eine Idee zu holen. Somit wird auch der Rallye-Chat zu einer Kommunikationsstruktur ganz dezidiert für alle, die irgendwie religiöse Bildung betreiben und im Netz unterwegs sind.
Ja. Ich blende noch mal schnell unser gemeinsames Etherpad ein. Falls Sie es nicht auf dem Handy haben, dann sehen Sie mal, wie stark das schon angewachsen ist. Also neben den ganzen Personen, die gerade dabei sind, haben wir jetzt hier noch mal den Blog von Friederike. Die Dinge, die ich vorgestellt habe, da habe ich übrigens jetzt noch einen Selbstlernkurs. Ups, jetzt habe ich schon drauf geklickt. Also im Web publizieren 5 Lernmodule, mit denen Sie WordPress lernen können, die wir letztes Jahr auf einer Fortbildung konzipiert haben. Und den Rallye-Chat, das Rallye-Camp, also die Links und Informationen, die jetzt gerade zur Sprache kamen, sind hier dann nochmal zum Nachlesen für alle zur Verfügung. Nicht nur im Raum, sondern auch darüber hinaus. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind wir jetzt gleich bei 14.30 Uhr und dann könnte David übernehmen. Lehren, Lernen, Digitalität ist das Stichwort. Eine gute Weiterführung jetzt auch von Rallye-Chat und Rallye-Camp, die du gerne auch nochmal aufnehmen kannst. David, wer bist du? Was machst du? Hau rein. Ja, vielleicht zuerst mal, ich finde es eine tolle Sache, dass ich heute in Mainz dabei sein kann, obwohl ich gerade in der Schweiz sitze und dass das möglich ist. Und ich grüße ganz herzlich in die Runde. Vielleicht, bevor ich mich kurz vorstelle, würde ich gerne anknüpfen an das, was Elena und Stefan eben gesagt haben. Der Rallye-Chat, den habe ich wahrgenommen als eine Gemeinschaft, die enorm konstruktiv, wohlwollend und unterstützend ist. Also wo Religionslehrpersonen Unterstützung finden und Menschen, die sich auch einander annehmen und sagen, wir sind bereit zu teilen, einander zu helfen, einander zu unterstützen. Und das hat sich in den letzten Zeit toll entwickelt. Und Stefan hatte eben gesagt, das ist wie eine Mikrofortbildung. Und den Eindruck habe ich auch, dass das wirklich eine tolle Sache ist. Und wenn Sie noch nie dabei gewesen sind, nutzen Sie doch die Gelegenheit und schauen Sie doch einfach mittwochs mal rein. Das Projekt, das ich Ihnen gleich vorstellen darf, ist auch nur möglich gewesen durch den Enthusiasmus der vielen Referierenden, die dabei sind, die ich eben alle auch aus dem Rallye-Chat kenne und die ich letztes Mal beim Rallye-Camp habe kennenlernen dürfen. Mein Name ist David Wakefield. Ich leite das Fachzentrum Katechese Schweiz. Uns geht es darum, die Religionspädagogik zu vernetzen und weiterzuentwickeln, vor allen Dingen mit dem Fokus Schweiz, aber inzwischen auch darüber hinaus vernetzt mit Deutschland und Österreich. Ich bin daneben noch Studienleiter am Religionspädagogischen Institut und wir bilden Religionspädagoginnen und Religionspädagogen aus. Der Jörg hat eben gesagt, auch das Planungsteam vom Rallye-Chat ist was angewachsen in letzter Zeit. Da gehöre ich auch zu und bereite ebenfalls auch das Rallye-Camp mit vor und würde mich freuen, einige hier aus der Runde ebenfalls dann nächstes Jahr in Salzburg persönlich mal treffen zu können. Heute bin ich dabei, weil ich im Verlauf der letzten 2 Jahre gemerkt habe, welche Möglichkeiten durch digitale Vernetzung entstehen. Gegenseitige Bereicherung. Manchmal kursiert so im Rallye-Chat auch der Hashtag Netzwerk schlägt Hierarchie. Und der passt für mich ganz ausgezeichnet zu dem Gedanken, dass Kirche insgesamt nur gemeinsam geht. Und ich würde sagen, dass es auch eine Bereicherung für die Bildung und besonders für die Religionspädagogik ist, wenn sich Religionslehrpersonen miteinander vernetzen und sagen, wir arbeiten gemeinsam an dieser Thematik. Für mich ist noch wichtig, und das ist eben auch schon Thema gewesen, Sie haben gehört, es gab das Bedürfnis, dass man sich beim Rallye-Camp trifft. Und für mich ist auch wichtig, dass es mir nicht darum geht, Beziehungen zu virtualisieren, sondern um eine Bereicherung oder Erweiterung des Analogen durch das Digitale und die digitalen Möglichkeiten. Und wahrscheinlich ist heute Vormittag ebenfalls schon Thema gewesen, das Ziel von Digitalisierung und Religionsunterricht ist, nicht einfach das Analoge zu digitalisieren um seiner selbst willen, sondern dass es um die Frage geht, wie angesichts des Vorhandenseins diverser technischer Möglichkeiten heute ein zeitgemäßer und kompetenzfördernder Unterricht möglich sein kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lehrpersonen auch Hilfe brauchen im Sinne von Hardware-Ausrüstung, die entsprechende Software und Schulungen eben ist Thema gewesen. Wie lerne ich das denn mit so einem WordPress-Blog? Dass es aber extrem hilfreich ist, wenn es auch etwas wie Vorbilder gibt, vielleicht ist Vorbilder nicht das richtige Wort, aber Menschen, die schon Dinge ausprobiert haben, die auch schon Fehler gemacht haben und die das miteinander teilen und andere daran teilhaben lassen. Und
wir versuchen das jetzt eben auch mit diesem Weiterbildungsformat umzusetzen für den Bereich der Religionspädagogik. Beim Format Lehren, Lernen, Digitalität haben sich verschiedene Personen aus Wissenschaft und Praxis zusammengetan, um mit anderen Interessierten gemeinsam zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und die Idee ist, dass alle, die in dem Bereich tätig sind, das auch kostenlos nutzen können. Jörg ist gerade schon auf die Seite gegangen, www.lehrenundlernen.ch. Das ist jetzt erstmal die Rumpfseite. Die Inhalte sind dort noch nicht aufgeschaltet. Die werden bis Anfang Januar online sein. Es wird eine digitale Lernumgebung geben, die selbstgesteuertes Lernen ermöglicht und ermöglicht, nach eigenem Interesse und im selbstgewählten Aufwand lernen zu können. Wer mehr Struktur bräuchte, der kann, Jörg, wenn du mal auf Lernumgebung klickst. Ja, genau. Für den ist auch ein Vorschlag da, wie man das zeitlich strukturieren könnte, und es ist nochmal eine Erklärung, worum es geht. Man kann das so machen, wie es dort steht, man kann es aber auch ganz anders machen, und das ist eigentlich die Idee, dass Sie als Lernende selbst entscheiden können, wie Sie am besten lernen können. Die Bausteine sind frei verfügbar. Es braucht kein Login, um die Seite nutzen zu können. Es fallen keine Kosten an. Die Materialien sind alle als OER-Material frei verfügbar. Sie können weiterverwendet, verändert werden, wieder neu zur Verfügung gestellt. Wenn Sie dann demnächst alle ja so einen Blog bei RPI virtuell haben, können Sie die Materialien dort entsprechend dann auch wieder einbinden, wenn Sie möchten. Und sie stehen auch nach der Weiterbildung zur Verfügung. Kosten würden nur dann anfallen, wenn jemand sagt, ich möchte einen Bildungsnachweis haben. Dann hätten Sie die Möglichkeit, entweder als begleitetes Selbststudium das zu machen, oder Sie können auch die Präsenzvariante im wunderschönen Luzern in Anspruch nehmen. Dazu auch natürlich eine herzliche Einladung, oder es gegebenenfalls auch mit dem Rallye-Camp insgesamt dann kombinieren. Beim Selbststudium besteht die Möglichkeit, sich mit den Referierenden und den anderen Teilnehmenden über Erfahrungen auszutauschen und auch zu vernetzen. Das würde dann ähnlich funktionieren, so wie wir das jetzt hier in einem Setting erleben, mit ganz einfachen Möglichkeiten, sodass die Möglichkeit besteht, wirklich voneinander zu profitieren und sich nicht nur E-Mails zu schreiben, sondern sich auch zu hören, sich sehen zu können und so miteinander auch im Austausch zu sein. Die Ergebnisse, die entstehen, da ist die Idee, dass die nachher wieder frei verfügbar sind. Also wenn Sie jetzt sagen, ich möchte eins der Dinge, die ich gelernt habe, auch ausprobieren mit einer eigenen Unterrichtsgruppe und Sie das nachher wieder teilen, dann entsteht dadurch, und das ist die Idee hinter dem Ganzen, nachher eine recht große Sammlung von Projekten, die Sie dann wieder inspirieren können und sagen können, ja, da haben andere was ausprobiert, das sind die Erfahrungen gewesen und das kann ich ebenfalls wieder nutzen. Jörg, du bist gerade schon bei den Lernmodulen. Dort gibt es, also die Links sind jetzt noch nicht aktiv, aber ich kann vielleicht kurz das beschreiben. Es geht einerseits bei den Grundlagen. Das ist etwas, wie heute auch an der Tagung thematisiert wurde. Also was bedeutet das, wenn es Digitalität gibt, wenn es digitale Möglichkeiten gibt? Und was bedeutet das für die Religionspädagogik, das zu reflektieren? Sie sehen ganz rechts da die PLE, die Personal Learning Environment, also die Frage, wie kann ich mir ein funktionierendes Netzwerk aufbauen, sodass das passiert, was der Stefan eben in der Runde auch gesagt hat, dass ich zielgerichtet, gut vernetzt weiß, wo komme ich an Informationen und Unterstützung, dass ich mir das so einrichte, dass ich nicht einfach nur im Internet ganz viele tolle Ideen habe, sondern die auch nachher so ablegen kann, dokumentieren, systematisieren kann, dass ich nachher eine Sammlung habe, die mir wirklich nützlich ist. Unten gibt es dann zwei Lernmodule, die Sie eben schon kennengelernt haben, die die Elena vorgestellt hat. Den Rallye-Chat, da möchten wir auch fördern oder ermöglichen, dass die Teilnehmenden an diesem Weiterbildungsformat den Rallye-Chat nutzen und sich auch beim Rallye-Camp dann persönlich treffen. Jörg, du hattest eben schon was zu Open Rally gesagt, das ist dort auch unten eingebunden, und dann geht es natürlich, und das wird wahrscheinlich für manche von Ihnen so das Wichtigste sein, das wären die Tools, und
Die Seite funktioniert ja jetzt eben noch nicht, aber um einen Überblick zu haben, was es für Tools gibt, könntest du vielleicht mal auf den Flyer gehen. Mhm. Ja, genau. So, und jetzt könntest du noch mal hochgehen, genau, da fängt es an. So, ja. Also die Ines Bieler dort unten, die wird was Allgemeines noch vorstellen, zum Beispiel die 4Ks im Bereich der Bildung und was das bedeutet für Lernende in der digitalen Welt zu sein und für Lehrende in der digitalen Welt zu sein. Die Elena wird sich mit den Potenzialen und Risiken von neuen Medien im Religionsunterricht auseinandersetzen und didaktische Überlegungen zur Digitalisierung im Religionsunterricht. Dazu Überlegungen und Lernbausteine zur Verfügung stellen. Die Linda Mahler wird zeigen, wie man mit Mindtest oder Minecraft im Religionsunterricht arbeiten kann. Der Carsten Müller wird aufzeigen, wie man Action Bounds sinnvoll nutzen kann, um die Themen Augmented Reality, Partizipation und Storytelling einzubauen. Die Paula wird zeigen, welche Möglichkeiten das Tool Canva bietet zum Gestalten und Präsentieren und wird zeigen, wie man Instagram im Religionsunterricht sinnvoll einsetzen könnte. Der Jens wird mit Escape Games, digitalen Quizzen, multimediale und interaktiven Büchern arbeiten, VR-Erkundungen und Augmented Reality. Karl wird noch Bausteine präsentieren zum Rallye-Chat und zum Rallye-Camp. Und ich darf Ihnen dann noch etwas zu dem, was ich eben sagte, zum Aufbau von einem persönlichen Lernnetzwerk zeigen. Und ganz zum Schluss, unten auf der Seite, sieht man noch die Friederike Wenisch, die Sie eben schon kennengelernt haben, die noch was zeigen wird zum Thema Zusammenarbeit von Gruppen, verschiedene Formen der Filmherstellung und spielerische Formen der Wissensaneignung, Gamification, und das mit Ihnen reflektieren. Dann könntest du vielleicht nochmal auf die Seite zurückwechseln, Jörg? Ja, genau. Die Lernumgebung, und das ist auch eine Überlegung von heute oder das ich einbringen möchte, die steht ja grundsätzlich frei zur Verfügung. Also Sie können auch sagen, aus Mainz oder von wo Sie auch sind, Sie nutzen das völlig frei, Sie müssen sich dafür auch noch nicht mal anmelden, Sie brauchen kein Login. Wir haben jetzt mit verschiedenen anderen Institutionen sind wir im Gespräch gewesen. Teilweise klappt es schon auf dieses Mal, teilweise erst auf die Wiederholung vom nächsten Male. Weil die Bausteine alle frei verfügbar sind, haben also andere Institutionen die Möglichkeit, im Grunde genommen ein regionales Spin-off von dieser Veranstaltung bei sich durchzuführen, die gleiche Lernumgebung zu nutzen, die gleichen Bausteine davon zu profitieren und könnten, genau wie wir in Luzern mit der begleiteten Präsenzveranstaltung, diese Präsenzveranstaltung auch bei sich machen. Dafür fallen keine, Lehren, Lernen, Digitalität. Da sieht man jetzt die Variante aus, wo ist das jetzt? Berlin, Evangelische Kirche, Brandenburg, ja. Na, schön. Also es besteht die Möglichkeit, es fallen keine Kosten dafür an, man muss das nicht lizenzieren oder so, weil die Idee ist tatsächlich von denen, die sich dort einbringen, dass die Überzeugung ist, wenn wir alle ein wenig beisteuern, dass alle davon wirklich viel profitieren können. Das ist die Überzeugung, die insgesamt dahinter steckt. Das heißt, auch wenn Sie Ideen haben oder wenn Sie sagen, das wäre eigentlich was Gutes, auch für meine Lehrerkolleginnen und Lehrerkollegen, die ich kenne, und Sie haben eine Institution vor Ort, mit der ins Gespräch zu kommen, ob man das nicht auch für Sie vor Ort anbieten könnte, damit auch wirklich ein Austausch vor Ort stattfinden könnte. Das ist die Idee und das ist auch etwas, was wieder möglich ist mit so offenen Formaten und mit einem WordPress-Blog, wie der Jörg es eben geschrieben hat. Ja, das war so die Kurzfassung zu diesem Weiterbildungsformat. Ich schaue mal gerade in die Runde. Sie haben gesehen, im Etherpad sind jetzt die Links auch gesetzt. Die Kosten sind dort auch nochmal aufgestellt. Gibt es aus der Runde gerade Fragen oder etwas, was Sie, einen Eindruck, den Sie dazu haben oder etwas, wo Sie sagen, da möchten Sie gerne noch mehr zu hören? Da
Es braucht immer noch mal so einen Moment, wo man sich sammelt und noch mal überlegt, was man jetzt noch mal zurückfragen will. Ich kann da gerne noch mal ergänzen auf der Metaebene. Man sieht eigentlich, dass es, wenn man im deutschsprachigen Raum in der religiösen Bildung was macht, im Netz gar keinen Sinn mehr ergibt, irgendwie regional nur noch zu denken. Und jede Landeskirche für sich oder jedes Land für sich ist was Eigenes zu entwickeln, sowohl technisch als auch inhaltlich. Andersrum, wenn jemand was Schönes macht und was Gutes auch zur Verfügung stellt, wäre es ja auch eigentlich furchtbar, wenn es nicht für alle Menschen zugänglich wäre, die die Sprache verstehen und die sich darauf anmelden können. Insofern hat sich das immer gezeigt, dass wenn wir da miteinander aktiv werden, dass dann Leute auch aufspringen und andocken wollen. Wir hatten beispielsweise das Rallye-Camp in Saarbrücken auch für das ILF im Lehrerfortbildungskatalog mit drin, sodass man sich da auch regulär für eine Lehrerfortbildung darauf anmelden konnte. Und auch hier bei solchen Initiativen wie der von David ist es natürlich hilfreich, wenn dann in Berlin, in der Pfalz, in Hessen die Fortbildungsanbieter nicht eigene Konzepte entwickeln, sondern mit denjenigen, die hier vorangehen, sich zusammentun und Synergien schaffen, um es anschlussfähig zu machen in die jeweiligen Systeme hinein. Ich sehe jetzt gerade niemand, der sich dort regt, um eine Frage zu stellen. Und würde den Vorschlag machen, also wenn noch Fragen kommen oder Ideen oder Rückmeldungen da sind, da. Ich habe noch die Frage, haben Sie schon einen Termin, wann Sie damit online gehen? Ja, das ist am Montag, 5. Januar, werden alle Bausteine online sein. Ab dann kann die Lernumgebung wirklich eigenständig genutzt werden. Ab Montag, 6. Januar ist es. Und wer an der Präsenzveranstaltung teilnehmen möchte, der könnte sich bis 2 Wochen später anmelden. Wer sagt, ich nehme am Selbststudium teil, der kann sich bis kurz vor Ende, also im Mai, noch anmelden. Auch das finden Sie dann auf der Seite www.lehrenundlernen.ch. Ich hätte noch mal eine Frage abseits der jetzigen Fragestellung, aber gibt es eine Verzahnung zur klassischen Seminarausbildung, also wo die Studienleiter sind, wo die Digitalität auch hineingetragen wird, oder bleibt das so freiwillig? Ja, also meine Überlegung ist natürlich gewesen, das ist natürlich eine Thematik auch für unsere Studierenden, also das Thema Digitalität. Dementsprechend ist das ein Angebot, was für unsere Studierende als Intensivtage oder Intensivwoche angeboten wird. Das heißt, wir bieten das als Lehrveranstaltung bei uns an. Aber da die Möglichkeit besteht, einfach durch diese technischen Aspekte, können wir es auch darüber hinaus öffnen und für alle andere Religionspädagoginnen oder religionspädagogisch Tätigen in der Schweiz, das war so die erste Überlegung, anbieten. Und durch die Vernetzung mit den anderen in Österreich und Deutschland kam dann die Überlegung, wir können es auch komplett öffnen und die Möglichkeit besteht, ohne dass für uns dadurch größerer Aufwand oder größere Kosten entstehen, aber umgekehrt ein viel größerer Nutzen dadurch möglich wird. Wir haben auch seit letztem Jahr jetzt Fortbildung für die Studienleitenden an den pädagogisch-theologischen Instituten, die jetzt hier auch zum Teil beteiligt sind an diesem Fortbildungsformat. Die treffen sich nächste Woche zu einer Konsultation in Münster und überlegen auch nochmal, wie denn der Kompetenzerwerb bei den Fortbildnern und Multiplikatoren voranschreiten kann, die ja wiederum weiterqualifizieren sollen für digitale Lernumgebungen. Da stehen wir nicht am Anfang, aber man sieht ja in den letzten Jahren beispielsweise die religionspädagogischen Materialstellen wurden nach und nach dann auch abgebaut, weil man nicht mehr den Film irgendwie in der Nachbarstadt mit dem Auto holen musste, sondern er jetzt über die Lizenzverfahren einfach zu streamen und abzuspeichern ist. Und das, was mit den Inhalten passiert ist und auch zunehmend weiter passieren wird, trifft jetzt dann eben auch die Fort- und Weiterbildung, dass dieses Vernetzte und das Digitale das dann auch mehr durchdringt und man institutionell überlegen muss, wie man am besten da Kooperationen ermöglicht und Zusammenarbeiten auch ja, strukturell zukunftsfähig verankert. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die föderalen Systeme und auch die landeskirchlichen Organisationen sich nicht zentral steuern lassen. Auf der anderen Seite ist das auch die große Chance, weil die Kleinen, die ohnehin mit weniger Budgets und mit dezentraler Organisation oder mit weiten Wegen in ihren Landeskirchen sich ohnehin auch aufgrund von Kostendruck
neu organisieren müssen, da stark drauf anspringen und dann auch entsprechend vorwärts gehen. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen noch für die Aufmerksamkeit bedanken und gerne den Ball dann auch an die nächste Person weiterwerfen. Jörg, machst du das gerade? Ja, sehr gern. Stefan, du darfst unmittelbar übernehmen. Ich blende gerne auch gleich deine Webseite ein, wenn erwünscht. Ja, also ich bin in Heilbronn. Wir haben noch 5 Minuten, ne? Nee, wir haben noch 15. Nee, wir müssen... Ja, ich 52 Sommerschluss machen. Ja. Ich noch 7. Wann Sommerschluss machen? 50? Um 52 ist es vorhin, als wir in die Mittagspause gingen. Ah, okay. Ich habe im Programm 15 Uhr und dann bis 15:15 Pause stehen gehabt. Aber okay, dann 5 Minuten ich still. Ich mache es kurz. Also ich bin praktizierender Religionslehrer, aber ursprünglich auch Diplom-Ingenieur für Mechatronik. Ich habe Technikpädagogik im Master studiert und Theologie und Religionspädagogik studiert und bin deswegen so ein bisschen der Zwitter zwischen Technik und Theologie. Und betreibe eine Internetseite bru-uno.de, die heißt so, weil ich sie gelaufen habe, die Adresse, also die habe ich erfunden. Sie ist sehr württembergisch geprägt, ich gebe es zu, an vielen Stellen bringt es einem vielleicht hauptsächlich, vor allem wenn es um Veranstaltungen geht, eigentlich bringt es Württemberg um was. Aber es gibt gleichzeitig sehr viele Bereiche, die nicht unbedingt sehr württembergspezifisch, sondern Berufsschul-Religionsunterricht spezifisch sind. Und genau auf die möchte ich jetzt noch kurz hinweisen. Das sind, ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, insgesamt 580 Links auf bru-uno.de insgesamt verteilt, auf diesen ganzen vielen Unterseiten. Unter anderem in diesem Bereich wissenswertes Material für den Berufsschul- und Religionsunterricht. Denn da findet man nicht nur die vertiefende Unterseite wie gegen Rassismus und Extremismus, das ist eine Unterseite, wo ich auch Links gesammelt habe, wo es eben um dieses Thema geht, um Rassismus und Extremismus, aber auch Wellensammlungen, Links für Lehrende, Links für Lernende. Ich würde sagen, herzliche Empfehlung, einfach da mal reinzuschauen, ein bisschen sich durchzuklicken. Explizit hinweisen will ich auf diese Filmtipps, direkt unter der Maus gerade, Kurztipps auf YouTube und Co. Deshalb explizit, weil sie gut geeignet sind, um einen kurzen Einstieg oder einfach mit wenigen Minuten. In der Regel sind die relativ kurz. Manche sind aber länger, wie hier selber, das Butterfly Service sind 22 Minuten. Aber die sind alle auch, wie vorhin ja mehrfach erwähnt, alle öffentlich zugänglich, alle auf öffentlichen Plattformen, einfach draufklicken, angucken. Sie sind da nach Themenkreisen sortiert, abgelegt und warum ich explizit darauf hinweise, ganz unten befindet sich ein Formular. Da kann ich Filme freigeben, die Sie mir da eintragen. Also wenn noch neue Filme vorgeschlagen werden, ich muss nur klicken, okay, geht klar, dann erscheint er auch in dieser Liste. Und da meine Bitte, das gerne an Kollegen weitergeben, immer wenn irgendwo ein Film auftaucht, dann da das Formular kurz ausfüllen, wenn man es mehreren Filmkreisen ablegen will, einfach währenddessen Steuerung drücke, mehrere Filmkreise auswählen, auch kein Problem. Und einfach das eintragen, was vorne dran steht, füge ich auch rein. Und wenn irgendwo Schwierigkeiten sind, dann einfach leer lasse. Ich kann das sofort auch ausfüllen. Ich würde mich freuen, so ist diese Liste entstanden. Sie ist inzwischen sehr groß angewachsen und ich würde mich freuen, wenn da mehr dazukommt. Und das andere, auf das ich explizit hinweisen will, sind die Tools. Die sind auch direkt erreichbar. Ich habe es als Etherpatcher reingeschrieben unter bru-uno.de/tools. Oder aber, wenn man sich dadurch das Wissenswerte drückt, dann kommt man hierher, genau. Und da hat man jetzt 4 unterschiedliche Kategorien. Entweder kleine Helferlein für den alltäglichen Unterricht und dann noch andere Kategorien. Aber wenn man da mal reinguckt, sehen wir einfach die Tools, die ich schon viele vielleicht kennen oder auch nicht kennen. Es sind explizit persönlich von mir aus gewählte Tools mit kleinen Beispielen am rechten Rand. Also ich habe mich darum bemüht, eben immer gleich greifbar für den konkreten Religionsunterricht Beispiele zumindest anzudeuten, um einfach mal einen Zugang zu schaffen zu diesem Tool, dass man mal weiß, okay, dafür wäre es sinnvoll und einsetzbar. Das waren die zwei Sachen, die ich auch ansprechen wollte. Darüber hinaus gibt es auch einen Flyer zu dieser Seite. Wie erwähnt, ist vielleicht nicht alles für Leute außerhalb von Deutschland auch interessant, aber gerne einfach mal ein bisschen durchgucken.
Den Flyer gibt es auch, für alle, die jetzt nur digital dabei sind, den gibt es auch in der Fußzeile von der Internetseite, also von www.bru.de, in der Fußzeile findet sich so ein Profil verlinkt über www.bru.de, das ist ein Link zum PDF, da findet man den Flyer, den ich hier vom Blatt austeilen habe. Und dann will ich noch unabhängig davon verweisen, dass ich auch eine private Internetseite betreibe, stefanhartl.de. Und da gibt es auch auf unserer Seite Tools. Da sind noch viel mehr kleine Online-Tools zu finden, die aber nicht alle unbedingt was mit dem Religionsunterricht zu tun haben. Und auch selber habe ich ein paar programmiert. Die findet man ganz oben. Kannst du noch mal ganz kurz auf www.bru.de? Ja. Ganz oben links hat man ein paar Symbole. Und da verstecken sich auch mal Tools drunter. Und zwar diese Kette ist ein Linkverknüpfungstool. Jetzt gerade zeigt er auf die Cloud von www.bru.de. Da würde ich aber eher die von der virtuellen. Dann haben wir hier das Linkverknüpfungstool. Dann haben wir daneben ein Feedback-Tool, wo man relativ, also wo man ohne Anmeldung einfach Feedback einrichten kann. Und dann haben wir noch ganz rechts davon gehabt. Ein kleiner Timer einfach, der, ja, falls man mal einen Counter braucht, einfach unterzählt oder eine Zahl eingibt. Genau. Und sonst, was ich sonst noch mache, ich bin auch Mitglied der CLAIR, also das ist die sogenannte Confederation of Laboratories of Artificial Intelligence in Europa. Und das organisieren sich viele Einrichtungen, die eben im Bereich künstliche Intelligenz forschen. Und da bin ich auch schon seit einem Jahr mit dabei im Blick auf Maschinenethik, Technikethik, also die Frage, welche Rolle hier ein religiöser Zugang spielen kann oder sollte, um dort Vorgaben zu machen, dass eben künstliche Intelligenz in angemessenen Bahnen entwickelt wird. Und dazu schreibe ich einen Blog und auch den findet man über stefanhartl.de. Der wird auf Medium betrieben und befasst sich eben mit diesem Schwerpunkt Artificial oder künstliche Intelligenz und Religiosität. Ja, das sind die Dinge, die ich so mache und ich habe mich versucht, kurz zu fassen und habe genau die 14:52 erwischt. Also, Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt ein Füllhorn an Ideen und Möglichkeiten und auch Personen vor Ihnen ausgeschüttet. Wir würden uns freuen, weiterhin in Kontakt zu bleiben, beziehungsweise überhaupt erst in einen solchen zu treten. Die Personen sind da, die Vernetzungsstrukturen bieten wir Ihnen an. Und wir würden uns freuen, wenn über diese Tagung hinaus Sie mit uns und miteinander im Gespräch bleiben. Und wenn es Ihnen heute hier gefallen hat, wir würden gern die Aufzeichnung auch öffentlich zur Verfügung stellen. Denn so, wie wir jetzt zusammengekommen sind, das ist auch für uns was Besonderes. Also wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir das gerne dann auch als Aufzeichnung im Anschluss auf YouTube stellen. Ja, ich sehe Kopfnicken. Geht das? Dann würden wir es auch bei uns auf die Homepages. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, kleiner was. Dann weiterhin einen guten Kongress und wir sehen uns gleich nochmal zum Vortrag. Allen Beteiligten, David, Friederike, Elena, Stefan, vielen herzlichen Dank auch vor Ort an die Technik. Der Haustechniker war sehr herausgefordert und hat aber uns wirklich ganz toll unterstützt. Auch Andreas Ziemer und Juliane Tavan. Viele waren da im Hintergrund aktiv, damit das so toll jetzt klappen konnte. Vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns gleich noch. Wir bauen das drüben wieder auf.